Weiter geht's mit Ermi KTS. Und dem Scenic Modus. Ich mache wie immer die gleichen Settings. Ja, ich hatte Winds letzten Part eingestellt. Mach mal Team aus. So, und diese Strecke. Gut, hier kann ich ja wieder diese eine Abkürzung nehmen hier hinten. Ach, schade. Da bin ich glaube ich zu langsam. Da brauche ich vielleicht auch einen Pilz. Kann man hier gut hochspringen? Ah, ich habe zu früh gesprungen. Ich hätte später springen müssen. Autsch. Das könnte vielleicht lustig werden. Okay, wird's aber nicht. Au. So, ich probier's nochmal einfach. Ach, schade. Holy shit. Was war das? Ach man. Bin zu sehr weggeslidet. Leute, wo falle ich hin? Warte mal, mir kommt eine Idee. Ah, ich nehme jetzt nochmal die Abkürzung. Das ist bestimmt möglich. Aber wie gesagt, mir ist vorhin eine Idee gekommen. Die ich mal ausprobieren. Warte mal, da kommt mir gerade noch einer. Ah. Schade. Zack. Und zwar hier bei dieser. Bei diesem steilen Weg. Jetzt dieses komische Trollface, das kommt, geht weg. Geht weg, geht weg. Kann man doch bestimmt hier irgendwie. Ach, funktioniert doch. Denn mal, muss man hier überhaupt lang? Oder kann ich theoretisch auch hier unten lang fahren? Oh Junge. Das ist ja eine riesige Abkürzung. Den ersten Platz hole ich trotzdem noch. Oder? Ja. Easy. Ach, jetzt wird es doch nach diesen Punkten bewertet. Ach, deswegen. Die Strecke wird lustig. Weil ich hier jetzt genauso schnell bin wie diese anderen Autos. Die hier noch mit rumfahren. Aber hier gibt es leider nicht viele Tricks, die ich nutzen kann. Ich kann natürlich hier über die Wiese fahren, aber das ist jetzt kein guter Trick. Wo sind die Autos hin? Ich sehe keine. Ach, jetzt kommen die ersten Autos. Und zwar, dass ich hier so rüberspringe. Man kann hier landen. Das wäre doch auch in der normalen Strecke gegangen, hundertprozentig. What the fuck? Nein. Ja gut. Ach, jetzt bin ich hier gespawnt. Aber da habe ich noch einen Bug gefunden, nice. Ach, schade, diesmal nicht. Ja, gut. Nächstes Rennen.
Das ist eine sehr coole Strecke, weil es hier diese Abkürzungen gibt, von denen ich ein großer Fan bin, weil die etwas Skill erfordern. Kommt hier vorne nicht auch noch eine? Ne, die war einfach nur zum gerade drüber fahren. Hier, komme ich hier drüber? Nein, hier komme ich unter keinen Umständen drüber. So, meinst du, ich muss direkt nochmal schaffen? Easy, das ist eine coole Abkürzung. Hier kommt man auch drüber mit Pilz auf jeden Fall. Aber da muss man sich, glaube ich, erst drehen. Da kommt man nicht so schnell drüber, man muss erst anhalten. Okay, das war auch cool. Ach, diesmal nicht, schade. Das müsste eigentlich gehen. Warte mal, wenn ich vielleicht so von hier komme. Okay, dann probiere ich das mal. Ah, schade. Mit Pilz geht's bestimmt, aber. So klappt es nicht, wie ich das versuche. Perfekt. Die Donut Galaxy. Da gibt es ja diese eine Stelle, wo man ziemlich schwierig nur vorankommt. Und ich glaube mal, mit Zenik ist es noch mal etwas schwieriger. Ja gut, wenn man es kann, aber die Coms können es bestimmt nicht, oder? Ja gut, der hat es jetzt geschafft. Die meisten fahren erstmal gerade. Oh Leute, ich dachte, das wäre eine Banane. Zack, 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 zack. Schön driften. Hey, ich bin aus irgendeinem Grund ganz stark abgebremst. Ich habe zwar nicht Bremsen gedrückt, aber. Zack, komm. Ach, schade. Komme ich von hier darüber? Hilfe. Ja, was war das? Ja, gut. Das klappt nicht. Scheiße. Werde ich noch den ersten schaffen? Und perfekt, erster. Noch schnell ins Ziel fahren. Und dann wäre das auch geschafft. Weil ich habe mal eine Idee. Lol? Was war das denn? Ich würde eigentlich was anderes probieren und zwar. Ja gut, das klappt nicht. Na, ich probiere es noch einmal. Ja, okay, das ist eh lame. Ah, fuck. Werde ich noch siebenter? Ich glaube nicht. Nein, ich wollte noch was. Mann. Ich wollte noch eine Abkürzung probieren, ob das vielleicht funktionieren würde. Aber dann halt nicht. Und jetzt wieder das Dodge Desert. Eine ziemlich coole Strecke. Ich sehe gerade, dass irgendwas hier komisch ist. Irgendwie ist dort ein Stück von der Strecke unten auf der Map. Muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht was rausfinden kann. Irgendwie ist die Minimap an sich ziemlich komisch. Auf der Strecke. Schade. Aber was ist denn da drüben?
Nee, das ist da vorne irgendwo. Hä? Die Abkürzung ist nicht zugelassen. Auch gut zu wissen. Hier kann man gut lang. Gute Frage, was es da sein soll auf der Map. Hier geht es jedenfalls nicht lang. Ja gut, ich fahre schnell ins Ziel. Diese Strecke könnte sogar lustig werden, fällt mir gerade auf. Denn da, wo man auf den Sportplatz kommt, sollte man jetzt ziemlich einfach hinkommen, weil man ja so schnell ist. Ich gucke den anderen mal zu, die da jetzt drüber fliegen, weil von hier sehe ich das nicht. Warum bremst die ab? Das ist ja lame. Ja gut, das habe ich ja schon gezeigt, ich drehe wieder um. Ach, schade, von hier kommt man leider nicht lang. Man muss hier diesen Weg nehmen. Hä? Ich hatte, als ich mal diese Strecken so ausprobiert hatte, hatte ich noch was anderes probiert, und zwar hier hinzukommen, aber das ging auf 150er nicht. Und hier habe ich auch versucht hinzukommen. Perfekt. Da könnt ihr sogar hinkommen. Mann. Schade, ich muss abspringen. Dann könnte ich drüber kommen auf der Seite. Mann. Gut, die fahren schon ihre zweite Runde, wie ich sehe. Ich probier's noch einmal. Ja, es ist möglich. Es ist eigentlich möglich. Ah, Mann. Hey, es geht doch irgendwie. Ach, Mann. Ich will zwar weiterfahren, aber andererseits will ich auch diesen Trick hinbekommen. Hey, da steht einer draußen. Da steht einer. Geht 300er, oder ich weiß nicht, ob es 300 CCM sind oder so. Ist zugegebenermaßen verbuggt, aber das macht's erst cool. Zack, zack. Ah, fuck. Was das hier angeht, würde ich auch noch was probieren. Ne, das wird nichts. Okay. Höchstens, dass man von da oben irgendwie abspringt. Ne. So, zweiter Versuch, was diese Abkürzung hier angeht, oder diesen Trick hier angeht. Ach, schade. Na egal, ich fahre jetzt einfach dran zu Ende. Goldener Pilz heißt noch ein Versuch. Na, Mann! Ach, schade. Okay, es wird nichts. Und mittlerweile stehen da auch drei Leute außen. Oder drei CPUs, besser gesagt. Die nicht wieder reinkommen. Ja, wie ich mir schon gedacht habe, es wird für CPUs ziemlich einfach, da rauszufliegen. Schade, dass es hier die Zeiten nicht anzeigt, wie schnell die CPUs waren. Das wäre interessant zu wissen. Weil es ja bei manchen Spielen das anzeigt, und ich glaube bei Mario Kart Wii hat es das angezeigt. Und bei Super Mario Kart hat es das auch angezeigt. Aber man muss ja außen lang fahren. Warte mal. Komme ich da vielleicht irgendwie rein? In diese Absperrung da innen?
Theoretisch, wenn ich irgendwo klug abspringe, könnte das was werden. Frage ist noch wo. Besuch mir mal ein Item. Gut, den Turbopilz hätte ich dann. Ich weiß nicht, ob es hier vielleicht. Ach, ich hab's nicht geschafft zu springen. Egal, hol ich mir noch eins. Diesmal sogar ein Dreierpilz. Ist doch perfekt. Und wenn ich letzter werde? Ach, das muss doch gehen irgendwie. Von der anderen Seite? Nee. Hier vielleicht? Das ist hier so irgendwie. Ernsthaft. Nee. Mann, hallo. Das war nix. Ja gut, kann ich mit leben. Und dann bis zum nächsten Part. Die Musik habe ich noch nie gehört.